Scheiße, jetzt bin ich nass. So viel schwitzt Steve beim Sex. Ah! Ah! Mein Zimmer! Was? Das sitzt dann aus allen Poren. Ah! Ah! Alter, du machst den Fußboden kaputt. Richtig. Spaß. Ja, ich war beim ersten Mal schon nass, aber das haben wir irgendwie verkackt aufzunehmen. Seid ihr gerne Menschen? Also ich nicht. Ich wäre viel lieber ein Wookie, weil da könnte ich nackt durch die Gegend laufen und mit meinem Fell so. Ich meine, das kannst du jetzt schon, du bist so fucking behaart, zeig doch mal deine Beine, aber traust dich nicht. Nee. Scheiße, war das jetzt die Bodenseite? Seit wann wohnt ihr zusammen und wie kam es dazu? Wie hieß es nochmal im Bio, wenn zwei Lebewesen und Pilze und Pflanzenform zusammenleben und die gegenseitig von ihren Ausscheidungen profitieren? Symbiose? Ja genau, irgendwie du ernährst dich von meinem Kot und produzierst dafür Sauerstoff für mich und irgendwie ist es bei uns anders. Also er ernährt sich von meinem Kot und ich profitiere davon. Irgendwie. Nur das ist der Code bei irgendwas. Mein Code. Mein Webcode ist jetzt so. Aber ich benutze ihn aus. Was würdet ihr machen, wenn ihr einen Tag unsichtbar wärt? Du Perversling! Alter, was denkst du von uns? Wir würden damit nur Gutes tun, ja? Wir würden das politische Gleichgewicht wiederherstellen auf der Welt, ja? Mit Spannern! Das könnte vielen Menschen auf der Welt helfen, besonders Frauen. Ja, sie würden endlich mal bespannert werden. Es ist ein ernsthaftes Problem. Viele Frauen werden nicht bespannert. Ist so. Think about that. Ihr habt immer diesen tollen Film gesehen. Es geht irgendwo im Film, da geht es darum, dass so ein Wissenschaftler unsichtbar wird. Dann spannert er den ganzen Film rum und am Ende tötet er alle. Wie heißt der Film? Keine Ahnung. Der Spannerer, der am Ende alle umgebracht hat. Das Lustige ist, ich habe völlig vergessen, warum der Männer alle umbringt. Das ist übelst blutig und das ist voll merkwürdig, weil ja, es gibt nur Titten und auf einmal spritzt das überall an Blut. Der Film war ganz nett. Nein, ich glaube, wenn ich unsichtbar wäre, würde ich irgendwie auf die Straße rennen und vom ersten Auto erfasst werden, weil ich das einfach nicht checken würde. Also, ja, aber ich meine, du gehst doch eigentlich nur über die Straße, wenn grün ist, also kannst du doch gar nicht überfahren werden, also solltest du eigentlich nicht überfahren. Nee, ich bin ja unsichtbar, so muss ich mich nicht an Verkehrsregeln halten. Ist irgendwas aus der Wohnung nicht von Ikea? Also, da hinten die Klotschüssel, die man nicht sieht jetzt, ja, vielleicht, aber die ist von Pocodomene. Es ist richtig schwierig, eine einfach nur weiße Klotschüssel zu kriegen. Da sind aber irgendwelche Delfine oder Krebse oder Fischeier drauf. Was macht euch an eurem Videos am meisten Spaß? Das Schneiden, das Drehen oder was auch immer? Das Hinschmeißen. Zumindest wenn der andere sich hinschmeißen muss. Oh ja, das stehe ich immer drauf. Manchmal peng, dann muss er hinfliegen. Und das nehmen wir dann 11, 12 Mal auf. Und wenn man daneben sitzt und denkt, ha, dann muss ich jetzt 11, 12 Mal in den Dreck packen. Und ich krieg's immer beim ersten Mal natürlich hin, weil ich bin so gut. Oder auch nicht. Dafür werden dich die Leute jetzt hassen und werden dich alle fertig machen, weil du so eingebildet bist und scheiße. Und guck, wie du mit deinen Haaren rumspielst, allein so. Ich hab keine Arsch, also halt die Fresse. Wann kommt die Fortsetzung von GTA Real Life? Was? Ihr seht so süß aus. Hä? Warte mal. Was? Ihr? Hä? Hä? Gott, seid ihr hässlich! Schleich dich nicht in unsere Kommentare, Mann! Rebell! Wir werden deinen Hund essen! Warte mal, vor Müdigkeit bewusstlos werden, nennt man das nicht einschlafen? Nein. Wenn ich so müde bin, dass ich einschlafe und mit dem Kopf mich an der Tür stoße und überall Blut rumspritze und ich bewusstlos auf dem Boden liege, dann ist das wahrscheinlich irgendwie was anderes. Warum kriege ich keinen Satz vernünftig beendet? Fick dich, die ganze Nacht. Wie soll ich das jetzt verstehen? Kannst du nicht, ist es? Das habe ich doch mit den Wasserflaschen vorgemacht. So. Ah! So ungefähr. Das war keine erotische Aufnahme. Traumauto? Wir saßen heute da und haben unser Traumauto im Kopf designt. Es soll so ungefähr aussehen wie so ein Papamobil und als Chauffeur ist serienmäßig ein Bischof oder ein Papst eingebaut. Und wir taufen es die lesbische Lawine. Ausgezeichnet durch ihre flutschige Flauschigkeit. Wir werden sehr oft gefragt, was das für Lieder oder für Musikstücke in unseren Videos sind. Ja, du guckst auf mich, weil ich die Musik mache. Ja, und viele fragen auch, was jetzt die Namen von diesen Liedern sind und ob sie sich die irgendwo runterladen können. Sie haben keine wirklichen Namen, sondern nur irgendwelche Dateinamen. Die heißen dann sowas wie Happy oder Radio oder Klostein. Und die kann man dann noch nirgendwo runterladen. Aber vielleicht machen wir das irgendwann mal möglich. Ja, aber viel drin ist da auch nicht. Außer Klostein.